herzlich willkommen zum 84. netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Dankeschön fürs Kommen. Es gibt wieder einen Hashtag für heute Abend, und zwar NPA084, falls jemand im Internet einbringen will. Und falls jemand keinen Bock drauf hat, gefilmt zu werden, dann kann der gerne in diesen Eingangsbogen reingehen bei der Fragerunde, und dann wird er auch nicht gefilmt. Es gibt ein cooles Programm, und zwar als erstes fängt Elke Steven an mit einem Bericht aus der Geschäftsstelle der DigiGas. Danach stellen Arne Semsrott und Lea Pfau das Transparenzgesetz für Berlin vor. Danach kommen wir zum Fusion Festival und den Freiheitsrechten mit Markus Reuter. Und als allerletztes gibt es noch den Prototype Fund und den Aufruf zur neuen Runde. Und der kommt dann von Thomas Friese und Marie Gutbuch. Dann können wir auch schon anfangen mit Elke Steven. Ja, herzlichen Dank. Ich will auch gar nicht alles aus der Geschäftsstelle berichten, das wäre jetzt auch zu viel, sondern zunächst mal einfach ein paar Dinge, die aktuell anstehen, dazu berichten und erzählen, weil wir halt auch immer wieder einige Termine haben und ja auch versuchen, Termine wahrzunehmen, in denen wir versuchen, mit anderen zusammen was zu machen und manchmal eben auch uns dabei an Demonstrationen beteiligen. Das eine ist, ich weiß, dass die meisten hier eher beim Camp sind, aber vielleicht sind einige doch hier und könnten dann auch mit zur Unteilbar-Demo nach Dresden fahren. Wir haben letztes Jahr schon zu dieser Demo, Unteilbar-Demo aufgerufen. Dieses Jahr geht es ja verstärkt auch darum, dass in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, die Wahlen anstehen und dass es darum geht, da auch nochmal speziell natürlich auch in Sachsen deutlich zu machen, dass unteilbar heißt, auch in diesen schwierigen Bundesländern Solidarität zu zeigen und mit den anderen deutlich zu machen, dass Freiheitsrechte, Demokratie auch auf der Straße verteidigt werden müssen. Das zweite ist, es wird am 20. September ruft Fridays for Future zu einem Global Strike auf. Das ist international, weltweit. Und die öffnen sich zum ersten Mal deutlich so, dass sie sagen, wir wollen das auch mit anderen machen und andere sollen sich tatsächlich beteiligen. Und da sind wir auch ein wenig mit dran beteiligt. Sie werden zwar selber die Demonstration organisieren und sind die Träger, aber es sollen alle anderen auch mit ihren eigenen Aufrufen sich daran beteiligen. Vielleicht gibt es auch andere, die das hier nochmal weitergeben wollen. Und dann kann man natürlich fragen, was haben eigentlich Digitalisierung und Umweltfragen miteinander zu tun? Letztes Jahr hatten wir schon die Konferenz Bits und Bäume, die das Thema ja sehr klar aufgegriffen haben. Das Buch ist vor kurzem erschienen. Und natürlich geht es einerseits darum, dass es zu verbinden ist, die Menschenrechte, Freiheitsrechte, die man einerseits vertreten kann, und die sozialen Menschenrechte auf der anderen Seite und Umweltrechte, die aber zusammen gedacht werden müssen. Und zum anderen kann Digitalisierung natürlich zur Lösung von Problemen beitragen. So wie es heute gemacht wird, ist es aber eher so, dass die Digitalisierung eher auch zum Raubbau beiträgt und eben nicht zu den Lösungen. Und dann noch als dritten Punkt hatte ich beim letzten NPA habe ich über die Gesundheitsdaten und die Entwicklungen berichtet und will jetzt hier nur kurz aufgreifen, um deutlich zu machen, wie wichtig das Thema weiterhin ist und uns auch weiterhin beschäftigen sollte. Und zwar hat kurz nach dem Vortrag das Bundeskabinett am 10. Juli ein Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation verabschiedet. Das wird im Herbst in den Bundestag gehen. Neue Gesetze sind schon angekündigt. Und das hat, glaube ich, drei Facetten, auf die man noch mal sehr genau gucken muss. Nämlich zum einen können Ärzte und letztlich auch sogar die Krankenkassen dann digitale Gesundheitsanwendungen verschreiben. Und diese digitalen Gesundheitsanwendungen können dann durchaus solche sein, die nur über öffentlich zugängliche
digitale Vertriebsplattformen zugänglich sind. Das heißt, der Datenschutz steht da überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Oder besser gesagt, er spielt überhaupt keine Rolle mehr. Damit sollen auch die Versicherten letztlich eher die digitale Wirtschaft fördern, denn Geld wird genau da reingehen. Die Krankenkassen sollen selbst auch digitale Projekte anstoßen können. Und explizites Ziel des Gesetzes ist es, eine bessere Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke zu ermöglichen. Und das heißt, dass die Krankenkassen Gesundheitsdaten weitergeben dürfen. Ob die nur anonymisiert oder pseudonymisiert werden, ist gerade in diesem Bereich völlig unwichtig, weil es letztlich auf jeden Fall zurückverfolgbar sein wird. Von daher, das sind nur so kurze Aspekte und ich gebe jetzt direkt wieder weiter. Dankeschön. Danke, Elke. Hat jemand eine Frage dazu? Okay.